Tage 467 und 68. Ich baute das Treppenhaus in der Verwaltung um und setzte die Arbeiten im Außenbereich fort. Tag 469. Beim Betrachten der Stalltiere explodierte hinter mir ein Krieper und riss ein Loch in die Anlagen. Zum Glück ist den Tieren und mir nichts passiert. Der materielle Schaden ist ersetzbar. Es fragt sich nur, wie er hereinkam. Entweder ist es irgendwo zu dunkel oder irgendwo ist ein Loch oder was auch immer. Vielleicht muss ich noch deutlich mehr Fackeln verteilen. Ich reparierte alles und erntete anschließend den Weizen. Tage 470 bis 72. Ich baute am Verwaltungsgebäude herum, fällte ein paar Bäume und erntete Weizen. Tag 473. Beim Bau des Verwaltungsgebäudes denkt man ja über dieses oder jenes nach. Was würde eigentlich passieren, wenn man sich aus Obsidian ein Portal in einem weit entfernten Dorf baut? Kommt man dann am gleichen Portal in der Hölle heraus, ähnlich wie bei denjenigen am Schloss und in der Höhle nahe dem Haus? Tag 474. Boot fahren will gelernt sein. Auf dem Weg nach Adorf habe ich mir zwei Boote zerdeppert, weil ich zu heftig ans Ufer gekommen bin. Seit 200 Tagen bin ich nicht mehr mit dem Boot gefahren. Das merkt man. Nur Übung macht den Meister. Ein Bett habe ich auch vergessen. Jetzt bin ich im Gebäude mit der Bücherwand, einer meiner Lieblingsplätze zum Übernachten. Warum soll ich mir nicht das Obsidianportal hier hereinbauen? Hier lebt ja eh keiner mehr. Oder ich suche mir einen anderen Raum aus. Tag 475. Ich baute das Portal im Nachbarhaus. Dort passte es genau hinein. Ich durchschritt es und kam auf eine Art Balkon wieder heraus, auf dem das entsprechende Höllenportal entstanden war. Hier kann ich alles sehr gut übersehen. Ich habe nichts wiedererkannt und keine Bauten von mir gesehen. Also bin ich an einem unbekannten Ort in der Hölle erschienen. Somit sollte ich mich nach hinten in den Berg arbeiten. Zum Glück habe ich etwas vorgesorgt und ich kann mir eine Werkbank bauen. Holz habe ich genug mit, ferner Steine, um genügend Steinhacken zu bauen. Also ab nach hinten. Außen herum ist es mir zu gefährlich. Ich höre nämlich diese fliegenden Bomber gerade recht nahe bei mir herumheulen. Wirklich schade, dass ich in meinem Tagebuch die Geräusche nicht wiedergeben kann. Es klingt wie eine Mischung aus nörgelndem Kind und Katzengejammer. Als erstes baute ich mir mit dem restlichen Metall, das ich dabei hatte, eine Eisenspitzhacke. Die würde wohl etwas länger halten. Steinhacken folgen später. Tag 476. Meine Idee war goldrichtig. Nach einiger Zeit des Grabens, nicht weit von einem Abgrund entfernt, sah ich über eine freie Stelle ein paar Steinmauern. Das musste ich gewesen sein. Und bald schon konnte ich mein anderes Portal erblicken. Ich habe also eine schnelle Verbindung zwischen meiner Heimat und Adorf durch die Höllenportale gefunden. Wunderbar. Tag 477. Mit einem langen, geraden Gang, 2 Meter breit, sind jetzt beide Portale auf der Höllenseite miteinander verbunden. Ich baute über einen Abgrund, den ich vorher umgangen hatte, eine kleine Brücke. Somit ist der Weg jetzt schnurgerade. Wunderbar. Ich könnte mir jetzt ein Boot bauen, von Adorf zu einem anderen Ort fahren, dort ein weiteres Portal bauen und dann versuchen, das entsprechende Portal auf der Höllenseite ebenfalls mit dem Wegesystem zu verbinden. Theoretisch könnte man sogar eine Eisenbahn durch das Gängesystem in der Hölle einrichten. Allerdings schleichen immer wieder Schweinepriester als Besucher durch meine Gänge und ich weiß nicht, was passiert, wenn die von einer Lore angefahren werden.